Wie wandle ich Dezimalzahlen, also Kommazahlen, sagt man auch, in periodische oder überhaupt in Brüche um? Das wird in den nächsten Videos erklärt, und zwar hier. Schauen wir uns das mal an. Hier in diesem violett eingekreisten Kästchen macht man das durch sogenannte Äquivalenzumformungen. Äquivalenzumformungen heißt also, ich behandle das ganze Ding wie eine Gleichung. Das ist zwar ein kleines bisschen mehr Schreiberei und ist hier vielleicht auch gar nicht nötig, weil man das ja kennt, aber es lohnt sich dann, und jetzt gucken wir uns das Gelbe mal an, wenn ich das mache mit periodischen Brüchen. Da geht das. Aber wie das genau funktioniert, das wird in den Videos dann erklärt. Und Mathe ist nur hinschreiben, sage ich gerne, weil letzten Endes durch hinschreiben braucht man nicht mehr so viel Gehirnkapazität. Und hier selbst ein, naja, ein bisschen spannenderen Bruch, also da, wo die Periode erst auf der letzten Stelle anfängt, auch den kann man durch ganz einfaches Hinschreiben, das ist hier sehr ausführlich, aber da kann man das wunderbar lösen. Zum Beispiel hier in diesem Ding. Und es wird sogar noch erklärt, wie man selbst mit wahnsinnsperiodischen Dezimalzahlen umgeht. Selbst die kriegt man raus. Also man kriegt alles raus. Und das ist der Inhalt der entsprechenden Videos. Und letzten Endes geht es eigentlich auch fast nur wieder um Gleichungen umstellen. Ich werde dann entsprechende Links hier hinstellen. Also hier die Videos, die dazu direkt führen, beziehungsweise Playlists. Und das Schicke ist, wenn man es verstanden hat, weil man sich ein kleines bisschen länger beschäftigt damit, dann wird es erst richtig Spaß machen. Mathe kann durchaus Spaß machen. Aber okay, seht selbst und freut euch hinterher.